Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Nishan und ich habe versprochen, dass wir zusammen kolorieren. Und was bietet sich für einen Ostermontag natürlich besser an als ein Osterhase? Ich habe mir meine Farben zurechtgesucht, die ich dafür verwende. Ich habe eins schon ausprobiert. Ich habe drei Brauntöne, zwei Gelbtöne und zwei Grüntöne. Zeige ich euch alles gleich, wie ich das gemacht habe. Und ja, als erstes wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Ostermontag. Ich hoffe, ihr genießt eure Zeit. Und ja, okay, also die Frage war: Tiere, wenn wir Tiere kolorieren, das Allerwichtigste eigentlich ist erstmal, erstmal zu überlegen, wo fällt denn das Licht eigentlich ein? Also beim Kolorieren überlegt man immer erst, wo kommt mein Licht her? Und dann überlegt man auch, welche Sachen sind eigentlich ein bisschen mehr im Schatten. So, jetzt sind als erstes gehe ich wieder mit meiner hellsten Farbe drüber. Das ist jetzt hier bei mir die 104. Und dann male ich mir erstmal meinen Hasen wieder komplett in der hellen Farbe aus. Ihr seht, mein Stempel hat hier ein ganz klein bisschen geschmiert gehabt, aber das ist ja jetzt eigentlich egal. Also, wie gesagt, ich gehe erstmal wieder komplett in der hellen Farbe über meinen Stempel. Was das für ein Stempel ist, kann ich euch leider gar nicht sagen. Ich habe den mal von der lieben Petra geschenkt bekommen, in einem Tausch oder in einem. Ich habe auch mal bei den Card Candies auch mal was gewonnen gehabt. Da hatte ich auch ein Überraschungspaket von der lieben Petra gekriegt und ich habe mal zwei Stempel von ihr gekriegt: einmal ein Schaf und einmal ein Hasen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welches woher war. Auf jeden Fall, wir wollten ja eigentlich den Hasen kolorieren. Also, wie gesagt, der erste Schritt ist wieder in der hellsten Farbe. Den Hasen ein bisschen zu grundieren, sage ich mal. Dann nehme ich mir meine nicht hellere Farbe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich habe mir nämlich hier ein paar Sachen schon zurechtgelegt mit verschiedenen Stiften, dass ich nicht durcheinander komme. Okay, und dann nehme ich die nächste Farbe und das ist bei mir die 97. Und dann fange ich schon ein bisschen an, wieder wie bei der Rose, und zwar die Sachen, die jetzt ein bisschen im Schatten liegen. Ihr habt ja beim runden Kopf, dann geht das hier von unten ein bisschen nach oben, dann geht ihr ein bisschen mit der Linie mit. Das seht ihr schon, habe ich hier auch gemacht. Dann ein bisschen bis hoch zur Backe gehe ich beinahe. Dann sind hier die Ohren auch ein wenig im Schatten. Von unten her auf jeden Fall. Und hier, wenn das so übereinander oder hintereinander liegt, liegt das hintere Ohr auch ein wenig im Schatten. So, jetzt gehen wir hier weiter. Auch hier von der tiefsten Stelle an geht das hier auch, liegt es auch im Schatten. Und dann gehen wir ein wenig mit der Körperform mit. Auch da, wo es dann dahinter steht, also das wäre jetzt hier in diesem Fall das Gras, dann sitzt ja der Hase eigentlich im Gras und das Gras verdeckt ja auch einiges. Das heißt, das Gras wirft auch Schatten auf unser Tier. So, dann liegt das hier auch noch ein bisschen im Schatten, weil das hier ist ja dann der Hinterlauf. So, und dann nehme ich mir die dunkelste Farbe, das ist jetzt in meinem Fall hier die 92, Chocolate nennt sich dieser. Und dann gehe ich auch wieder nicht ganz so stark drüber, sondern nur ein wenig. Und gehe auch wieder so ein bisschen mit der Körperform mit. Den mittleren Stift habe ich jetzt gar nicht verblendet, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das machen wir jetzt gleich mit dem anderen. Dann mache ich hier auch noch mal ein bisschen. Was mache ich hier hinten? Da sind noch ein bisschen im Schatten liegt und hier liegt auch noch ein bisschen. Also auch in diesem Stempel ist wieder eigentlich ganz schön angegeben, wo der Schatten ist. Jetzt verblende ich meinen dunkelsten Stift wieder mit dem mittleren Stift. Also total einfach eigentlich wieder. Und versuche auch wieder ein bisschen so die Körperlinien ein bisschen anzuhalten. Jetzt habe ich hier euch ja gesagt, dass das hier eigentlich frontal ist und hier ist das ja ein bisschen im Schatten. Also wie gesagt, ihr müsst euren Stempel dann auch ein bisschen überlegen, wie sitzt der oder wie will ich ihn sehen. Aber jetzt quietscht es wieder. Ich habe das letzte Mal den Kommentar gekriegt, dass meine Stifte irgendwie quietschen. Ich drücke nicht wirklich doll auf. Also das kann es nicht sein. Das muss dann wirklich am beschichteten Papier liegen. So. Ja, in den Augen ist auch ein bisschen dunkler, das Licht ein bisschen tiefer. So, und jetzt nehme ich meinen hellsten Stift und du meinen mittleren Stift wieder verblenden. So, jetzt habe ich hier an dem einen Ohr, was eigentlich ein bisschen überlappt ist, da mache ich jetzt noch eine Linie rein.
Den verblende ich dann wieder mit meiner mittleren Farbe. Und dann die mittelste Farbe verblende ich wieder mit meinem. So, jetzt gefällt mir das noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Es gefällt mir noch nicht ganz so. So, da gehe ich eben mit meinem mittleren Farbton noch mal rein. Schaue, ob ich da noch was ändern kann. Na gut, machen wir mal weiter mit dem Ohr. Da habe ich die 45 als erstes genommen, weil ich kein Rosa nehmen wollte oder so. Oder was ähnliches. Da habe ich dann im Ohr das ein bisschen gelblich gemacht. Auch das Auge habe ich ein bisschen heller gemacht. Dann bin ich mit dem dunkleren Gelb... Ups. Ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit den dünnen Spitzen. Ich hier nochmal... Das Auge nimmt es nicht wirklich wahr. Aber in irgendeiner Weise wirkt es dann doch anders. Und dann habe ich meine 59 genommen. Und wir haben hier die Grasrispen so ein bisschen nachgemacht. Also meine Gräser. Und wieder quietschen meine Stifte. Ihr seht, es kommt ja auch gar nicht darauf an, dass ihr dass das alles ganz super ordentlich ist. Ihr seht, bei mir sind die Grasspitzen jetzt auch viel dünner als meine Stiftspitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es juckt mich in keinster Weise, wenn da mal wenn das halt mal ein bisschen drüber hinausgeht. So, dann habe ich mir ein paar freigelassen, ein paar habe ich gemacht mit dem 59 und jetzt nehme ich mir im Prinzip die 47 und gehe mir hier einfach nochmal rein und mache hier einfach auch nochmal ein paar grüne Sprießen rein. Und dadurch, dass das unterschiedliche grüne Farbtöne sind, sieht das schon viel lebendiger aus, als wenn ihr nur einen grünen Farbton macht. Und dann mache ich das gerne so, dass es hier um den Hasen rum ein bisschen dunkler ist, weil es wird ja auch, der Hase wirft ja auch mal ein bisschen Schatten. Und wenn ich dann hier noch mehr was Helleres drin haben will, dann gehe ich da einfach nochmal mit rein. Was ihr auch machen könnt, Gelb liegt ja da auch sehr nah, wenn ihr nochmal mit dem Gelb reingeht, da macht ihr nochmal ein bisschen einen anderen Farbton, da sieht es wesentlich frischer und freundlicher aus. Weil Gelb mit dem Grün, das mischt sich ja dann auch nochmal ein bisschen. Und ihr seht, es gibt hier ein ganz anderes Bild als da. Was ich dann noch mache, ist, dass ich mit dem Grün, einfach nur, dass ich das in dem Hasen nochmal wiederhole, das nehme ich einfach hier nochmal im Auge. Und da sieht das ganze Bild, wenn ich das jetzt so abdecke, sieht es meiner Meinung nach wesentlich harmonischer aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Grün wirklich seht. Also so sieht das jetzt bei mir aus. Und das würde ich mir jetzt quasi ja ausstanzen und einfach auf eine Karte drauf machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann hier quasi noch ein bisschen ja was Bläuliches machen, vielleicht mit ein bisschen Buntstift, ganz zart, oder wir können mal was ganz anderes machen. Einfach mal ausprobieren. Habe ich jetzt selber auch so noch nicht gemacht, aber die Idee kommt mir gerade so. Ich nehme euch einfach mal mit. Das ist ja das Schöne am Kreativsein. Dass wir einfach, ich habe hier so einen Kabuki-Quast oder Kabuki-Pinsel, nennt sich das, glaube ich, das, also aus der Schminkabteilung. Könnt ihr das holen? Und dann nehme ich mir einfach mal, und dass ich hier vom Hasen aus im Prinzip beim Hasen aufsetze und dann nach hinten wegwische. Und dann kriegt ihr so eine Art Aura oder Himmel dahinter. Und wenn ihr das dann nach außen hin wegwischt, dann sind die Ränder im Prinzip weiß. An sich seht ihr, auf eurem Kolorierten macht es eigentlich nichts. Weil ja, wie gesagt, nur ganz leicht Farbe drauf kommt. Und ihr könnt selber sagen, also ich finde das jetzt wesentlich schöner, wenn hier hinten dran nochmal so ein bisschen blau wie von Himmel ist. Ja, mehr kann ich euch, glaube ich, gar nicht sagen. Welche Stempelfarbe ich verwende, Mentor benutzt. Die Farbe gibt es leider nicht mehr zu kaufen, haben sie mir im Stempelladen gesagt. Ich nutze es trotzdem noch gerne, ist ein schöner Farbton. Ja, dann war das heute unsere Koloration für Montag. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Tipp geben. Ich habe hier noch zwei, drei andere Projekte liegen. Die drehe ich jetzt gleich im Anschluss. Hier die zwei Schmetterlinge. Und das hier, also wenn ihr neugierig seid, dann schaltet einfach ein. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt eure freien Tage. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel schönen Sonnenschein wie ich hier. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Jeanne.